Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gold Rush. Und wir schauen heute mal in diese schöne Richtung. Und ach, was ist denn das? Eine mobile Waschanlage. Wie ist denn die da hingekommen? Ja, ich würde sagen, die haben wir in der letzten Folge mal kurz eben gekauft. Und wenn ihr das nicht mitbekommen habt, dann könnt ihr unten in die Videobeschreibung reinklicken und da findet ihr alle Videos, so wie ihr das auch kennt. Ach, das ist die beste Werbung gewesen, die war einfach on point. Aber in der letzten Folge habe ich schon was angekündigt gehabt und zwar, wir werden noch weitere Investitionen tätigen. Die es nicht mitbekommen haben, wir werden einen kleinen Bagger kaufen und dafür ballern wir jetzt mal direkt los zum Supermarkt. Wir haben schließlich schon 9 Uhr, das heißt, da sind schon die Verkäufer am Start, die warten jetzt auf ihre Mega-Umsätze, die sie heute mit uns als Goldgräber, Goldschürfer hier erzielen werden in dieser aufstrebenden Stadt, wo es anscheinend keinen einzigen Einwohner gibt, weil auch die Autos die ganze Zeit an der gleichen Stelle geparkt werden, arbeiten die Arbeiter hier rund um die Uhr in der Fabrik und ich höre jetzt auf Quatsch zu labern und wir sehen uns aber im Maschinenhändler wieder. Boah, alles klar, wir sind angekommen, meine Freunde, und zwar sind wir wieder bei unserem guten Freund Steffen Betty. Der hat nämlich noch ein paar Maschinen zu verkaufen. Und zwar wollen wir uns heute einen Bagger kaufen, wie schon angesprochen. Warte mal, was ist das eigentlich? Trommel des alten Arnolds. Okay, also, wir wollen uns diesen kleinen Bagger kaufen. Und das machen wir direkt für $16.281. Kaufen wir den direkt 8-mal. Quatsch, wir kaufen den natürlich nur einmal. Kraftstoffverbrauch 46 Liter pro Stunde. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch noch für Diesel sorgen. So, wir haben den jetzt mal in den Warenkorb gelegt. Und jetzt gehen wir hier zum lieben Steven Betty, beziehungsweise Steffen Betty. Ich glaube, es wird Steven ausgesprochen. Zum Steven Betty. Und sagen ihm einmal Checkout, Bestellung. So, deine Maschine ist bereit für den Transport. Die Maschinen wurden zum nächsten Lager transportiert. Du kannst sie im Fenster an der Seite zu deiner Parzelle befördern. Das ist auf jeden Fall eine nice Info. Das bedeutet also, wenn wir uns die Waschanlage kaufen, also die große Waschanlage und ich dann den Waschtisch habe, die Rinne habe, den Generator habe, den Bagger habe, den Radlader habe, den Kipper habe, was auch immer. Jedes davon hat nur eine, beziehungsweise unsere Parzelle hat nur eine gewisse Begrenzung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur 5 Fahrzeuge auf der Parzelle haben darf, dann kann ich nicht 7 Fahrzeuge einfach auf meine Parzelle draufstellen. Das geht anscheinend nicht. Das heißt, wir müssen unsere Parzelle dann in dem Fall erweitern. Aber das soll uns jetzt gerade erstmal noch nicht stören, würde ich sagen. So, wir gucken jetzt mal ganz kurz eben Fahrzeug auf der Parzelle 0 von 1. Wir können aber den kleinen Bagger transportieren. Und wir können den anscheinend dahin transportieren lassen für $1.500. Okay, das machen wir einfach mal. Maschine bewegen, dann ist sie direkt da. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert das. Gibt es da irgendwie eine Zeit, wenn ich jetzt hier das anklicke? Ich habe jetzt Maschine bewegen geklickt, ne? Nee, Fahrzeug auf der Parzelle. Okay, das Fahrzeug scheint anscheinend schon da zu sein. Das heißt, wir haben jetzt noch $11.000 auf der hohen Kante. Und jetzt, meine Freunde, werden wir die nächste Investition machen. Man mag es kaum glauben, aber ihr habt das ja auch in die Kommentare reingeschrieben und deswegen machen wir das auch direkt. Wir haben gerade die Kohle am Start. Wir haben noch $11.000 und so viel kostet die nächste Investition nicht. Sind zwar ein paar Tausender, aber so viel ist es dann auch nicht. Warte mal, wir brauchen sogar gar nicht hier reinfahren. Wir können es hier an die Seitenstraße stellen, denn es ist wieder ein Fahrzeug, was wir hinten an unseren Pickup dranhängen können, wenn ich es denn schaffe, hier diesen Pickup irgendwann mal abzustellen. So, dann rennen wir mal in den Laden rein. Und zwar, viele von euch wissen wahrscheinlich schon, was ich kaufen möchte. Es ist dieses schöne Gerät, und zwar der Magnetitanhänger. Den kaufen wir uns nämlich jetzt, denn wir brauchen als nächstes Magnetit, um damit ja auch unsere Upgrades machen zu können. Und so wie wir wissen, können wir auch Magnetit verkaufen. Also das ist auf jeden Fall die Idee bei der ganzen Sache. Wir kaufen das Ding ja nicht, um damit miese zu machen, sondern wir wollen es ja verkaufen. Und jetzt muss ich mal ganz kurz eben schauen. Wenn das die mobile Waschanlage ist, kommen hier irgendwo Matten drauf? Hier bestimmt, ne? Hier kommen doch bestimmt auch Matten drauf. Also irgendwo müssen doch hier Matten drauf kommen. Aber wir haben noch 2 in Reserve. Das heißt, wir haben insgesamt 5 Matten, glaube ich. Es müsste eigentlich reichen. Wir brauchen auch keine zusätzlichen Eimer. Wir müssen nur noch den Checkout machen. Das ist noch wichtig. Das heißt, wir gehen mal schnell zur Kasse und kaufen dann jetzt erstmal den Magnetitanhänger noch. Zack. So, und jetzt haben wir noch $7.359. So viel ist es gar nicht. Aber wir haben jetzt erstmal die wichtigsten Investitionen für die nächste Zeit gemacht, um jetzt auch effizienter zu werden. Was wir auf jeden Fall machen können, ist, dass wir die anderen Maschinen verkaufen können, wenn es denn dann geht. Also ich habe bis jetzt ja noch nichts verkauft, aber es soll ja anscheinend auch funktionieren mit dem Verkaufen. Zumindest gab es ja so eine Verkaufsfläche. Die wurde ja irgendwie angezeigt. So, jetzt hängen wir eben den Anhänger dran. Zack. Ich hätte... Ach, Mann. Ich glaube, wisst ihr, was wir noch machen?
Ich lasse es mal in den Wagen laufen. Wir kaufen noch mal ein paar Dieselkanister. Ich würde sagen, wir kaufen noch mal 3 Stück. Das ist eine Menge. Aber dann haben wir immer genügend Diesel am Start. Dann können wir einen Dieselkanister auf dem Fahrzeug liegen lassen. Für den Fall, dass der Wagen leer geht. Und können noch mal jeweils 3 Kanister mitnehmen und vollfüllen, damit wir immer genügend Reserve haben. Also es wäre halt super ärgerlich, wenn wir gerade, keine Ahnung, einen Prozess anfangen aufzubauen und dann haben wir auf einmal kein Benzin mehr da, beziehungsweise nicht Benzin, sondern kein Diesel mehr da. Das wäre halt schon irgendwie ärgerlich und die Dieselkanister sind jetzt nicht so teuer und ob ich den Diesel jetzt nachkaufe oder schon vorgekauft habe und in den Kanister abgeladen habe, ich denke mal, das sollte jedem klar sein, ist eigentlich dann auch egal. Gehopst wie gesprungen. Wichtig ist, dass wir den Kraftstoff bei uns auf der Parzelle haben, wenn wir ihn denn dann brauchen. Okay, das heißt, wir fahren jetzt mal kurz zur Tankstelle und machen unsere Kanister voll. So, und da wir gerade schon hier sind, tanke ich auch einfach direkt einmal mal mein Fahrzeug nochmal voll. Dann haben wir das auch geschafft. Was ich echt sagen muss, ich bin echt erstaunt, dass, obwohl wir in Alaska sind, unsere Benzinpreise echt verdammt hoch sind. Weil normalerweise kennt man das ja so, dass Diesel sowieso immer ein bisschen günstiger ist. Dann vor allen Dingen sind wir noch in Alaska unterwegs. Da sollte Diesel eigentlich noch günstiger sein, aber es ist echt schweineteuer hier. Aber gut, wir nehmen das jetzt einfach mal so hin. So, öffnen wir das und das und dann geht's los. Wir befüllen Kanister Nummer 1. Erfolgreich. So. So, jetzt bin ich mal gespannt. 2,82 Euro kostet uns ein Kanister. Das ist schon 1 Liter Diesel, meine ich. Das ist schon ordentlich. Und eine komplette Ladung kostet uns 56 Dollar. Das geht noch klar. So, tanken. Zack, dann hätten wir jetzt die Kanister hier alle voll. Das ist schon mal nice. Dann brauchen wir uns darum erstmal keine Gedanken machen. Unser Fahrzeug ist auch getankt. Ich weiß nicht, ich denke mal, dass der Bagger, den wir gekauft haben, der wird bestimmt ein bisschen Benzin an Bord schon haben. Also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass wir ein Fahrzeug geliefert bekommen, wo gar nichts drin ist. Aber das werden wir dann sehen. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie das mit dem Magnetit läuft. Ne? Also das müssen wir uns eventuell gleich nochmal im DigTube anschauen. Für alle, die nicht wissen, DigTube ist so eine Art YouTube-Portal vom Spiel selber, wo man sich halt die wichtigsten Prozesse nochmal in Videoform im Spiel anschauen kann. Haben sie eigentlich ganz gut gemacht. So, aber jetzt erstmal wieder zur Parzelle fahren. Und da steht er schon, der Bagger. Nice. Wie geil ist das denn? Wir kommen auf unser Grundstück gefahren und dann steht der Bagger so richtig schön an dieser Stelle. Das ist natürlich nice. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie wir das mit dem Magnetit-Ding hier machen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich stelle mal ganz kurz eben mein Fahrzeug hier an dieser Stelle ab. Handbremse rein. Ich renne mal hier rüber, weil wir haben ja diesen einen Eimer hier noch drunter stehen von der letzten Tour. Und ich weiß gar nicht, ob da jetzt irgendwas drin ist. Wahrscheinlich eher nicht. Aber ich nehme den jetzt trotzdem mal und laufe jetzt einfach mal, so blöd wie ich bin. Ich tue einfach mal so, als würde ich überhaupt nicht wissen, was hier gerade abgeht. Und laufe jetzt mal hier zu dem Anhänger und versuche jetzt... Hä? Okay, wir haben anscheinend irgendetwas hier reingekippt, aber... Hä, wir haben da jetzt was reingekippt, aber es ist noch kein Magnetit auf unserem Konto. Ich fahre jetzt... Ich muss das jetzt einfach mal tun. Ich muss jetzt mit diesem Anhänger... Muss ich jetzt nochmal hier vorne hinfahren zu der Fabrik, weil da müssen wir nämlich eigentlich unseren Anhänger ausleeren können. Warum hat der denn da jetzt gerade irgendetwas da reingeschüttet? Das macht mich jetzt gerade komplett kirre. Der hat ja im letzten Video... haben wir ja Magnetit ausgesondert sozusagen. Also beziehungsweise extra gesondert nochmal mit dem Magnetizer von dem geschürften Material getrennt. Und der hat uns ja auch irgendwie 100 Gramm oder so gut geschrieben. Sind aber nicht auf unser Konto oben rechts gekommen. Also müssten sie, also meine Vermutung war, dass sie noch in dem Eimer sind. Den Eimer habe ich jetzt ausgeleert, auch erfolgreich. Und es heißt jetzt, wenn man über diese Fläche hier drüber fährt, soll man wohl Magnetit von dem Anhänger ausladen können. Die Frage ist nur, ob das halt wirklich so ist. So, ich mache jetzt mal hier den Hebel. Jo, da kommt was raus. Und wir haben 1026 Gramm Magnetit auf dem Konto. Also es funktioniert halt wirklich so. Oh mein Gott, das ist ja verrückt. Alles klar. Okay, das ist nice. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal alles umbauen, weil wir gehen jetzt nicht mehr an die Hogpen dran, um Gold zu schürfen. Das lassen wir jetzt ab diesem Moment. Denn wir konzentrieren uns jetzt wirklich auf die große Fläche und fangen jetzt mal an, richtig Gold zu sammeln. Die Frage ist nur, ob das jetzt so easy funktioniert oder ob wir noch irgendwas brauchen. Das werden wir jetzt gleich feststellen, indem wir den ersten Arbeitsprozess schon mal ganz simpel machen, ohne viel umzubauen. Aber ich denke, am Ende wird sich das alles so ein bisschen ähneln. Also wir werden am Ende wahrscheinlich wieder die Schürfmatten haben, die wir auswaschen müssen. Und dann das ausgewaschene Material in den Magnetizer reinhauen. Dann Magnetit in unseren Anhänger hier reinknüppeln und so weiter. Da müssen wir mal schauen. Also ich weiß, wie gesagt, wirklich nicht, ob das am Ende irgendwie anders läuft. I don't know. Wir sind jetzt mal ganz kurz eben hier hingelaufen, um das ganz kurz zu erklären. Ich glaube, die automatische Waschstraße, die wir geholt haben, ersetzt ja nicht den Waschtisch, sondern die ersetzt die Hogpen.
Das heißt, wir müssen sehr wahrscheinlich diese Matten auch in die automatische Waschanlage reinsetzen, um dann am Ende auch mit dem Generator die Waschanlage mit Wasser zu betreiben. Das müssen wir uns anschauen. Und dann müssen wir wahrscheinlich die Matten wieder auswaschen. Das können wir dann später auch auf dem extra Tisch dafür machen. Der kostet aber $25.000. Das haben wir jetzt gerade noch nicht. Und dann, wenn wir das ausgewaschen haben, können wir diesen Eimer über den Magnetizer auskippen, der dann wieder in Gold und in Dirt aufgeteilt wird. Dirt wäre dann Magnetit, was wir in den Anhänger reinkippen. Und das Gold können wir dann wiederum in den Waschtisch reinkippen. So gewinnen wir wiederum Gold. Und das können wir dann in einem unaufhaltsamen Prozess machen. Die Frage ist nur, wie effizient wir am Ende sind, wenn wir mit dem Bagger die automatische Waschstraße befüllen. Und das schauen wir uns jetzt an. Und dafür gehe ich jetzt erstmal auf die Seite und versuche erstmal alles so weit anzuschließen, wie ich kann. Ich würde sagen, als allererstes fahren wir mal mit dem Bagger erstmal in die Position. Ich bin mal gespannt, ob wir mit dem Bagger überhaupt fahren können. Oder ob das jetzt hier gleich voll die Krise wird. Das wird nice. So, ab in den Bagger. Relativ simpel. Okay, schalte den Motor ein. Das wird wahrscheinlich wieder mit X sein. Genau, wir können die Außenansicht mal eben anmachen. Ach du Heiliger, wenn man löse die Handbremse mit Leertaste. Okay, wir fahren mal da lang. Ich weiß gar nicht, wie kann ich den Arm denn bewegen? Ah, Kraftstoff haben wir ein bisschen drin. Wir sind ein bisschen über die Hälfte. Okay, ich muss mir auf jeden Fall aber die Steuerung einblenden lassen. Eieieiei. Ah, was ist das denn? Armkamera 5, nächste Maschine, vorherige Maschine, Ausstieg, Scheinwerfer, Handbremse, Motor, Dienungsmodus, Shift. Ach so. Aha. Okay. So, jetzt habe ich hier mal den Arm ein bisschen gehoben. Und jetzt fahren wir mal nach hier runter. Ein bisschen schneller. Ah, das ist aber auch echt schön, ne? Also, wir können mal in die Innenansicht nochmal gehen hier. So sieht das Fahrzeug von innen aus. Fenster ist offen. Soundkulisse ist auch ganz nice. So, und jetzt fahren wir in unser Gebiet, wo wir dann anfangen zu baggern. Zumindest werde ich es hier versuchen. Müssen wir da mal schauen. Wir müssen auch das Wasser erstmal da vorne hinbekommen, ne? Oh, ich hoffe, ich mache jetzt gerade nicht irgendwas falsch. Aber ich kann mir halt nur vorstellen, dass es genau so funktioniert. Wir fahren jetzt mal hier in die Fläche rein. So, dann haben wir schon mal wenigstens den Bagger an der richtigen Stelle stehen. So, den machen wir jetzt erstmal aus. Ich glaube, Handbremse anziehen, ja, brauchen wir nicht. Der rollt nicht weg. Der rollt ja schon beim Gasgeben schon fast gar nicht weg. Kann ich die Anzeige nochmal ausmachen. So, dann fahren wir den Magnetitanhänger auch mal da in die Nähe. Ich möchte das ungefähr, also ich möchte versuchen, das zumindest so ein bisschen zu ordnen. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vernünftig hinbekommen oder ob das am Ende dann alles doch irgendwie kreuz und quer steht. Aber irgendwie werden wir das wohl noch hinbekommen. So, ich fahre den Magnetitanhänger einfach mal an die Stelle hier. So, können wir den nämlich so auch easy wieder ankoppeln. Lassen wir den hier erstmal so stehen. Ich hoffe, der rollt jetzt nicht weg. Hat dann am Ende doch noch funktioniert. So, einen Benzinkanister lasse ich auch mal hier an der Stelle. Man weiß ja nie. Ach komm, wir machen einfach zwei. Wir stellen zwei Kanister erstmal hier unten hin. Und dann fahren wir mal schnell nach oben wieder. Und parken das Auto erstmal. Ach nee, warte mal. Wir können den Wagen sogar eigentlich hier stehen lassen. Ziehen wir die Handbremse an, Motor aus. Wir können den Wagen hier stehen lassen, weil wir haben ja hier noch ein paar Sachen drin, die wir eventuell sowieso brauchen. Ich denke mal, wisst ihr, was wir auf jeden Fall brauchen werden? Schlauch. Wir brauchen wahrscheinlich viel Schlauch, Schlauchadapter. Weil wir müssen ja das Wasser von hier nach da hinten hinbekommen. Oder haben wir irgendwie die Möglichkeit, warte mal, ich glaube, unsere Parzelle hat nur hier Wasser, ne? Ja, verdammt. Wir müssen halt ehrlich das Wasser von hier nach da hinten bekommen. Das ist halt wirklich krass. Also das heißt, wir brauchen echt verdammt viel Verlängerungskabel. Aber gut, so it is. Kann man nicht ändern. Als allererstes schließen wir jetzt erstmal hier alles ab. Zack. So, der Strom kommt auch ab. Und dann nehmen wir den Tisch und den tragen wir nämlich auch da hinten hin, weil wir müssen ja natürlich auch unser Gold da hinten dann waschen. Also beziehungsweise unser Schürfgut. Ich hoffe, ich mache jetzt hier alles richtig, ne? Das könnte auch komplett falsch sein, was ich jetzt gerade mache, aber ich gehe mal davon aus, dass das jetzt gerade richtig ist. So, jetzt stelle ich den Tisch, stelle ich jetzt einfach mal hier an die Stelle hin. Dann müssen wir mal gucken, ob wir das Wasser bis hier hinten bekommen. Dann müsste ich noch den Magnetizer holen. Dann brauchen wir noch den Generator, den brauche ich für Licht. Und ja, die Hogpen können wir stehen lassen, die brauchen wir nicht. Dann müssen wir gucken, wie das mit den Schürfmatten aussieht, ob wir die brauchen. So, erstmal alles hier hinlegen. Ach, rein theoretisch könnte ich die Sachen auch mit dem Auto rüber transportieren, ne? Warte mal, ich stelle mir die Sachen erstmal hier vorne hin. Dann wickele ich die Schläuche erstmal auf. Obwohl den Schlauch... Na komm, wir rollen den erstmal ein. Alter, jetzt fängt es aber an zu laggen. Was ist das denn? Oh Gott, den Schlauch muss ich mal ganz kurz eben wieder loslassen. Okay, ich habe keine Ahnung, warum es gerade so krass laggt. Also Leute, wir sind, glaube ich, an einem guten Punkt angekommen. Irgendwie fängt das Spiel gerade an zu laggen. Ich werde das jetzt speichern, neu starten und dann in der nächsten Folge einfach mit euch weiter von neu beginnen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ansonsten checkt die Playlist unten aus. Da könnt ihr euch alle Videos nochmal im Nachhinein anschauen. Dankeschön fürs Zuschauen. Bewerten nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.